Endlich ist es soweit. Endlich kann ich verkünden, dass die Theorienreihe nächste Woche Sonntag beginnen wird. Und es wird wild. Wirklich wild, Freunde. Wie ich das Ganze aufgebaut habe, welche Themen ich behandeln werde, wie viele Videos erstmal kommen und mehr, werde ich in diesem Video mit euch besprechen. Beginnen wir erstmal damit, worum es überhaupt geht. Jetzt habe ich die Reihe schon mehrmals in Videos, in Streams und auch auf Twitter erwähnt, aber der ein oder andere, der vielleicht auch erst durch dieses Video auf meinen Kanal gestoßen ist, mag sich womöglich fragen, worum genau es überhaupt geht. Ich arbeite nun seit längerem an einer riesigen One Piece Theorie, die sehr viele Rätsel der One Piece Welt ab- und hoffentlich aufdecken wird. Wer meinen Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß auch, dass ich bereits eine riesige Theorienreihe zu Tower of God gemacht habe und diese One Piece Theorienreihe wird in eine ähnliche Richtung gehen. Es ist bei mir einfach so, dass ich es liebe, hinter die Geheimnisse von solch gigantischen Welten wie eben Tower of God oder One Piece zu blicken. Dann fuchse ich mich einfach in die Thematik herein, bis ich die Geheimnisse in meinen Augen geknackt habe. Ursprünglich hatte ich geplant, noch ein bisschen mehr Skripte fertigzustellen, als ich es bislang getan habe, aber dadurch, dass der One Piece Manga aktuell pausiert und ich ohnehin darauf brenne, die Videos hochzuladen, habe ich mich dafür entschieden, sie jetzt im Wochentakt, wenn möglich, jeden Sonntag hochzuladen. So bekommt ihr immerhin spicy One Piece Content, auch wenn der One Piece Manga aktuell pausiert. Vorerst werden 3 Theorien-Videos kommen, die alle für sich alleine funktionieren, aber genauso untereinander harmonieren und gewissermaßen auch teilweise aufeinander aufbauen. Das ist bei so einer Riesentheorie einfach nicht vermeidbar, zumindest dann nicht, wenn ich die Videolänge nicht komplett sprengen will. Und glaub mir, die Videos werden trotzdem nicht gerade kurz werden. Hauptsächlich liegt es aber daran, dass ich das Ganze im eigentlichen Sinne als eine Megatheorie betrachte, die ich einfach in verschiedene Teile splitte. Bevor ich jetzt aber über die Themen spreche, die in den jeweiligen Videos behandelt werden, möchte ich ein bisschen was zur Originalität sagen. Ich finde es wichtig zu erwähnen, falls es irgendwie irgendwelche Inspirationen geben sollte. In diesem Fall ist die Antwort allerdings nicht so simpel. Für diese Theorie habe ich den Manga stellenweise aufgefrischt, verschiedene Szenen analysiert, teilweise Hintergründe untersucht, das wird auch ganz wild, aber eben auch YouTube-Videos geguckt, Theorien und Analysen auf Reddit gelesen und sonstige Artikel. Halt alles, was dazugehört. Es gibt aber nicht die eine Theorie, die ich hier einfach übernehme. Es gibt natürlich immer mal wieder Aspekte oder auch Abschnitte einer Theorie, von der ich ebenso überzeugt bin und diese demnach als ein Teil des großen Ganzen einbaue. Aber zum Beispiel beim ersten Video werdet ihr merken, dass dort zwar eine bekannte Prämisse vorkommt, die Theorie dann allerdings in eine vollkommen andere Richtung abdriftet. Bleibt also gespannt, Leute, es wird sehr wild werden. Das war einfach nur ein Punkt, den ich vorab unbedingt erwähnen wollte. Jetzt aber zu den Themen. Also, welche Themen werden wann behandelt? Wisst ihr, ich will auf diese Frage noch nicht spezifisch antworten, weil ich die Überraschung nicht vorwegnehmen möchte. Ich glaube einfach, dass es spannender und interessanter ist, wenn die Themen dann nach und nach im Video aufgedeckt werden. Allerdings kann ich euch natürlich bereits die 3 übergeordneten Themen nennen, die in den jeweiligen Videos thematisiert werden. Im ersten Video wird es rund um das antike Königreich gehen und ich würde mal sagen, dass sich da auch die ein oder andere Überraschung drin verbergen wird, wie ich es gerade auch schon so ein bisschen angeteased habe. Im zweiten Video wird es dann um die Entstehung von Teufelsfrüchten gehen, was natürlich auch ein Rätsel ist, was eigentlich schon immer in der Community präsent war, aber gerade durch den Fokus der Smile-Früchte stetig gewachsen ist. Und im dritten Video kommt dann mein persönlicher Favorite. Also ich finde natürlich alle Videos super, aber vor allem dieser Teil hat es mir wirklich angetan. Und zwar geht es um die Entstehung der Red Line und damit zusammenhängt das Geheimnis von Imsamas Macht. Glaub mir, ich will noch nicht zu viel sagen, aber der Inhalt dieser Theorie wird die One Piece Welt auf den Kopf stellen. Und ja, was soll ich noch sagen? Das erwartet euch ab nächster Woche Sonntag. Ich wollte dieses Video einfach vorab machen, damit ich nicht erst im Theorienvideo erklären muss, wie diese Reihe strukturiert ist. Wenn euch die Reihe gefällt und ihr mich supporten wollt, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr die kommenden Theorien fleißig kommentiert, die Videos liked und natürlich auch sehr, sehr gerne teilt.
Das hilft nämlich auch enorm. Ich freue mich wirklich extrem darauf, die Videos zu schneiden und noch mehr darauf, eure Reaktionen auf die Theorien zu sehen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao und bis zum nächsten Mal.